Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in 7 Days to Die Apokalypse Mod. Mit mir ist wieder Patrick. Grüß euch da draußen. Wir haben die Nacht jetzt offline drüber gemacht. Ich habe da ein bisschen an die Quests gearbeitet. Also Scavenger und Survivalist habe ich, glaube ich, jetzt fertig gemacht. Die zwei Quests. Rainforce-Wort habe ich 800 gemacht, die Spikes habe ich auch schon aus dem Dings genommen, was der Patrick letztens gemacht hat in der Werkbank. Ein Auto-Miner kam auch, wo sie gerade sich entleeren, der ist auch voll. Dann ist er gerade fertig geworden. Ja, ich habe halt gerade gesehen, dass er schwarz ist. Wir haben nämlich den Tag 7 und müssen jetzt gleich um zur Base den auch fertig machen. Pfeilspitzen aus Eisen, sehr gut, weil damit mache ich mir nämlich Eisenpfeile noch. Wenn nur so wenig Federn. Ich weiß nicht, wie viel ist noch drin sind. Hast du noch war nicht einen oder was? Weil ich habe jetzt bei mir, ich habe selber nur 4, 19. Müsstest schauen, ob bei der Munitionskiste noch welche drin sind. Jawohl, ja, dort mehr wie genug passt. Weil da mache ich mir neben hier schon eine Eisenpfeilspitze noch. Den Blutmond. Und ich komme jetzt mit Obi. Und vor Omi. Zum. Base. Bam, 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 bam. Wo ist denn der? Ich sitze schon, ich bin schon unterwegs. Überlege gerade, wo der Base ist. Brauchst du noch mehr Fallen? Ja, warte, ich hab da gerade eine Zombies, was ich schon umdrehen. Geht's oder brauchst du Hilfe? Naja, das geht. Und meine Schwachen nur. Du bist doch mal jetzt? Ich hätte gesagt, andere Ja. Richtung haben wir's. Oder nicht? Oder doch? Ja, ich weiß nicht. Es ist halt jedenfalls so, Leute. Der Patrick sowie ich haben ein privates Spiel gestartet. Von Apokalypse Mod, wo wir Singlespiel machen, da wir ja nicht immer dazu kommen, gemeinsam zu spielen. Ja, da ist es. Und da haben wir leider herausgefunden, dass das, was beim Standard-Game funktioniert, mit die, sag schnell, mit die Achtelblick, damit sie durchfallen, dass das da nicht mehr funktioniert. Die laufen dort drüber. Jetzt haben wir uns halt am Plan B müssen überlegen. Und der schaut aus, dass wir mit einem Stauser arbeiten. Dort habe ich einen Blutmann damit schon fast überlebt. Wir werden es da jetzt probieren und hoffen, dass wir es überleben. So, noch ein Baum. Ich will jetzt da unten die Dings ausfüllen.
im Raum, ja. Es ist halt so, Patrick, soweit habe ich es gar nicht ausgemacht. Das da war bei mir noch ein Steg, so ein Einzelsteg um mich, wo ausgefüllt war. Und das war bei mir aber noch ein bisschen kürzer, wenn du da mit aufschaust, zum Beispiel da so. Ich bin schon hängen blind. Wo ist er denn? Wo ist er? Da ist er. Siehst du, wenn es das, was wir da gebaut haben, links und rechts weg, wird das denken. Was bei mir so, dass ich da so zugehabt habe, links, rechts. Nur in der Mitte der eine Steg. Und dann war bei mir noch gleich da, nämlich, war mal da frei, da war der Hopferl, da war der Dings. Und da war auch noch mal so ein Hopferl. Und dann war da eins frei und ab. Dento ist die Stirn schon bergab gegangen. Das heißt, sie sind da auf, wir haben eins gehabt, auf, hopfen, obi. Und dann sind sie direkt da vor mir gestanden, vor der Kloppen. So habe ich das gemacht. Und ich muss sagen, ich habe fast überlebt. Gut, dann heißt es, dann kann ich da ein bisschen wegnehmen wieder. Ja, ich gehe da mal. Nur schnell Ovi, ich könnte das da wegnehmen und ausfüllen. Bitte ist gesund, wenn du liegen bleibst, mein Lieber. Deine Kopfschmerzen. Ich Aber ich lege glaube, noch wenn gar es. nicht. So, ich habe ihn schon umgeknetet, da ist schon wieder. Oh, da ist dann noch einer. So, ich hab gedacht, du meinst mich. Nee. Ah, Scheiße. Ja, warte mal, das tue ich dann aufbrechen. Hammer. Reicht das so locker? Ja, mal. Moment. Oder soll ich doch noch ein bisschen weiter rausgehen? Was? Wie meinst du das aus? Ein Steck doch noch ein bisschen weiter aussetzen. Na, haben wir jetzt einen oder zwei von den Dosen? Einen haben wir nur. Einen haben wir nur. Ja, dann wird er noch eine Dose hersetzen. So auf Zeiten, oder? Weil durch das Hopfen werden sie noch ein bisschen langsamer, beziehungsweise haben wir da Zeit, sie abzuschießen. Und unten um mich ist komplett ausgefüllt gewesen halt. Was tust du denn jetzt? Das passt, dann kann man schon da mal weg kurz klopfen. Okay, passt. Was haben die? Okay, 1500. Ja, der lassen. Der habe ich auf der von der Rückseite alle gemacht. Ah, okay, passt. Von drinnen. Das habe ich schon gemacht. Weißt du was? Du hast da nicht den Steißer mitgenommen, gell? Und was? In Roboterkammer? ja. Ne, habe ich nicht mitgenommen. Ja, dann kann ich schnell holen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist nicht so, dass wir jetzt auf die Schnelle dann. Ja. Ja,
jetzt hoffe nur, dass ich das Winter nicht erwische. Bin schon wieder auf dem Rückweg. Wird gerade ein bisschen dunkel für euch sein, Leute, aber es geht gerade nicht anders. Jetzt stellen wir es näher setzen. In Robotikkammer. So, stell nochmal hin und schau, ob es klang einfach. Wie gesagt, das möchte ich gerne, dass ich noch einmal hoch und nieder hopfen am Essen. Und wir haben immer genügend Zeit, dass wir es abschießen können. Gut, dass das so klangt. So, dann wäre ich jetzt in der Form von ein paar Minuten verstärken. So, das ist aufgefüllt und mit Rainforce Wood. Bam bam bam. Wo bist denn? Da warte, zum Verstärken gebe ich da gleich die Rainforce Wood raus. Da. Ja, hab ich. Ich mach da noch schon eine Rahmenformen, das hat man auch nicht. 50. Hast du da komplett zugemacht oder was? Ich hab dort komplett zugemacht, das hat sich abgelenkt, dort haben sie dagegen geschlagen. Wie viel hat denn das Holz, was da dazwischen ist? Der Stab. Absolut. 500. Also weniger wie das Rainforce-Wort, oder? Ja, dann glaub ich gleich mal weg. Ja, warte. Also gleich mit. Machen wir einen Holzfäller haben. Ja. Da. Weil da haben sie nachher schon klopfen erkennen. Wo sie dezent abgelenkt wird. Sie werden halt hauptsächlich da in dem Bereich klopfen, wo wir nachher stehen. Dort bei der Ecken, aber ich bin da auf Nummer sicher gegangen und habe gesagt, das mache ich gleich durch. Dann kann ich sein. So, ich beginne die Spikes ersetzen, gell? Ja. Ja.
Ach, scheiße, jetzt geht aber halt das Eisen davor ist nicht zu setzen. Ja, wurscht. Ja, soll das wegklappen? Na, los. Weil du musst ja rein oder unten rein, oder? Nein, mach drei rein, tun wir dumm. Nein, Mann. Nur eine Reihe am Baum, Mann, jetzt. Also das ja. Los hast. Nein, das Eisen hat mehr Widerstand als wie die Spikes. Deswegen das okay. Lieber losen. Ja, dann lassen wir es halt. Da habe ich zwei rein. Da. Kommen wir, das können wir eigentlich eher weg tun. Das beginnt das Stirn oder jetzt hören wir auf. Versuch, kriegt bloß jetzt einmal so losgibt. Nein, ich überleg grad, ob man das über lähm oder nicht. Ich mein, soll ich sagen. Jetzt ist der da, aber die Prognose steht gegen uns, die muss ich sagen. 50-50. Irgendwie geht's immer. Muss gehen, ne? So, da herum ist jetzt alles einmal verstärkt. Florian auf den Spikes 48, das heißt, da brauchen wir noch mehr hin. Rüsten. Weil, wie gesagt, bei mir, beim Singleplayer habe ich es aufgebaut, ich habe fast überlebt. Und da bei dem hinteren Bereich, dort wo das Gitter halt ist und so weiter. Dort sind sie gar nicht so gekommen. Dort sind mir alle Spikes sogar stehen geblieben. Die sind alle nachher immer schon die Stirntuch aufgelaufen. Ja. Und die, beziehungsweise da zu den Ecken sind sie so wie. Setzen wir da ein Kloppen auch vorher noch eine oder nix? Bevor sie zu uns reinkommen, ja. Unbedingt. Brauchst du Eisen? Ich hab glaube ich noch Eisen. 578 hätte ich noch für Eisen. Für Eisenkloppen machen. Nein, brauche ich nicht, danke. Ich hab sogar nämlich gehabt dort mehrere. Warte mal. Ich hab sogar mehrere gehabt. Ich hab da ein Kloppen gehabt und der zweite. Und ich hab halt links und rechts die Wand gehabt. Aber eine volle Wand, das war bei mir schlecht, weil dadurch habe ich nicht gesehen, dass sie bei mir da unten zurückgeschlagen haben. Von da, wenn wir da jetzt noch da oben links rechts noch ein Gitter zu machen. Ist ja klar. Vorspritzt. Ja, und dann zurück noch. Soll ich da helfen beim Anbauen? Ah, ich hab jetzt nur schnell was geschaut. Also. Warte mal, warte mal, warte mal. Da kommt so. Und setzen wir da mal Gitter.
Was dort, wo du stehst, mache die Eisenklappen. Ja. Weil dann könnte man auch nämlich machen. So, ich hoffe nur, dass es jetzt nicht wieder falsch hinsetzt. Ah, richtig. Ja. Bei mir war es halt so, ich habe da links und rechts, wie gesagt, da war ich stehe, war bei mir zu. Aber das ist ja wurscht. Die sind eigentlich nie durch die erste durchgekommen. Ich habe da zwei, drei gehabt, aber sie sind nur hin und wieder. Die Hühner, die sind bei mir durchgekommen. Unten bei der Klappen. Auf das müssen wir aufpassen. Und ein paar haben sie halt angefangen zu böcken und sind da drüber. Aber das war so, weil ich es leider nicht abschießen habe können. Bei meinem Singleplayer-Spiel habe ich nämlich das Problem gehabt. Ich habe für mein Maschinengewehr zum Reparieren vergessen, die Rohre mitnehmen. Sechste habe ich gleich mitgenommen, 10 Stück. Ja. Dadurch ist mir nämlich, wenn ein Reparieren ein bisschen ausgegangen, die ganze Chance. Reparaturkit haben wir auch nur an mit, das ist aber auch nicht gut. Aber ist ja wurscht. Bei mir wird die Hauptpuffen nicht die 9mm werden. Und die Schrotze. Einen zweiten Reparaturkit, wie wir es brauchen. Ich habe gerade gesagt, ich habe ein bisschen eine Plastersteine eingesteckt gehabt. Ich habe gerade mit dem kleinen Hammer einen aufgehört. Was hast du? Was? Den habe ich einen zweiten aufgewertet. Wie hast du denn das gemacht? Ich habe bei mir beim Singleplayer-Spiel nicht aufwerten können. Ich hab den Kern haben wir jetzt gehabt, ich hab da, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Pflastersteine ich drinnen gehabt. Ja, einen Kern haben wir, brauchen wir ja sowieso zum Aufwerten. Ja. Aber ich hab nicht aufwerten können bei mir, bei meinem Singleplayer-Spiel. Verstehe nicht ganz. Irgendwo musst du irgendwas von den Labels, glaube ich, höher sein als wie beim Singleplayer-Spiel. Damit sie das aufwerten muss können. Aber Patrick, weißt du was ist? Folgenende, ja. Passt. So, ihr lieben Leute, das war's dann mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir da weiter das Holz fertig herrichten. Bis zum Blutmond. Und ich wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr schaut. Die letzten Worte hat der Patrick. Ich wünsche euch auch noch alles Schöne. Vielleicht sieht man sich wieder das nächste Mal. Für euch auch schön. Ciao, ciao.